Mit der Verabschiedung von Rea Knoch geht in der Geschichte der AWO eine Ära zu Ende. Diese wurde nun im Grünen Baum gebührend gefeiert. Nach einem Verbot zu DDR-Zeiten wurde im Jahr 1990 die AWO in Thüringen wieder gegründet. Im Oktober desselben Jahres gründete sich auch hier in Pößneck ein AWO-Kreisverband. Und seitdem gehört Rea Knoch dazu, denn dort begann auch ihre Tätigkeit als Personalleiterin. Die Band Bar Tukaka eröffnete das Programm. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's sein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich einzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Heimterrassen, über die Brücke bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alles raus ist, um durchzudrehen. Im Anschluss sprachen Geschäftsführer Ulf Griesmann und Landrat Thomas Fügmann ein paar Worte zum Ausscheiden für Rea Knoch. Man kann schon sagen, dass heute eine Ära zu Ende geht. Die Geschichte der AWO im Saale-Orla-Kreis und die Biografie von Rea Knoch, das kann man eigentlich gar nicht getrennt voneinander sehen. Eine kleine Anekdote am Rande. Rea Knoch war es, die am 1. Juli 1991 den Arbeitsvertrag mit Jürgen Kraft als technischer Leiter der Behindertenwerkstatt ausgestellt hat. Und nicht nur für ihn, auch viele andere Kolleginnen und Kollegen aus unseren Reihen, von denen viele noch zu uns gehören, hat Rea mit ihrer Fach- und mit ihrer Menschenkenntnis damals eingestellt. Die AWO im Saale-Orla-Kreis wuchs mit ihr die Zahl der Beschäftigten und der Arbeitsaufwand der Personalleiterin. Trotzdem widmete sich Rea zusätzlich einem Aufgabengebiet, das sehr arbeitsintensiv ist. Sie wurde unsere Verhandlerin mit den verschiedenen Kostenträgern und hat das immer mit viel Einsatz für unsere Einrichtungen und Beschäftigte getan. Wie viele Stunden du in diversen Büros von Bürgermeistern, Verwaltungsgemeinden, die es damals vielleicht noch gar nicht gab, oder im Landratsamt gesessen hast, um Einrichtungen der Art und Trägerschaft der Arbeiter runterzubringen oder die notwendigen Verhandlungen zu führen, das kann man sicherlich kaum zählen. Denn so wie Herr Griesmann schon gesagt hat, Sie haben die AWO im Saale-Orla-Kreis und damals im Landkreis Pößneck aufgebaut. Und wir hatten persönlich auch mehr intensive Begegnungen gehabt. Ein Projekt will ich besonders hervorheben, da war ich nicht Landrat, sondern Schulamtsleiter. Und Sie haben die AWO-Schule in Neustadt letzten Endes auf den Weg gebracht. Und das Engagement bleibt mir ewig in Erinnerung. Deshalb großes Kompliment für all das, was Sie geleistet haben. Und ja, die AWO und Sie, das ist eine Einheit. Danach gab es einen kleinen Rückblick über Ihre Jahre in der AWO und Ihr Lebenswerk. Wir werden jetzt eine kleine Zeitreise machen. In diesem Zeitraum, wie er hier angezeigt ist, also wir haben es tatsächlich geschafft, Anfang der 90er Jahre bis in die jetzige Zeit schöne, ereignisreiche und auch spannende Projekte aufzuarbeiten. Zwei dahin und die Zahl 3 kommt nicht dahin. Auch ein Kindergarten der AWO beteiligte sich am Programm und zeigte das Lernen und Können der Kleinsten. Unsere Häuser müssen noch besetzt werden mit den Zahlen. Zahl Nummer 1. Ich verabschiede unsere Emma. Es wird Tag, die Häuser machen wieder auf und stellen ein Chaos fest. Gott sei Dank haben wir einen Hausmeister, der das Ganze wieder in Ordnung bringt. Zahl 1 muss unter Zahl 2.
Die Kinder und Erzieher sorgten für gute Stimmung mit ihrem fröhlichen Auftritt. Auf die Plätze, auf die Plätze, streckt die Hände, streckt die Hände, Fäuste machen, Fäuste machen, Chuchua, 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 wa, wa, komm nach oben, Chuchua, 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 wa, wa, Chuchua, 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 wa, wa, Chuchua, 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 wa, wa. Die AWO-Praxisgemeinschaft Pößneck durfte auch nicht fehlen. Erst mit Entspannung und dann mit einer kleinen Einlage, wo alle im Saal etwas Ausdauer zeigen durften, mit dem Lied Macarena. Zum Schluss gab Batu Kaka noch ein paar Lieder zum Ausklang der Veranstaltung. Man kann sagen, dass man sogar Rea Knoch noch beeindrucken konnte und sie nun ihren verdienten Ruhestand genießen darf. Ich hab dich, ich hab dich.